Carla Tschümperlin wollte Tierärztin werden. Sie hat sie Wirtschaft studiert und JUS abgeschlossen. Aber seit 2001 ist sie Geschäftsführerin und 2007 alleinige CEO und Inhaberin vom Familienunternehmen Tschümperlin AG, was seit 1918 für Baustoff, Beton, indische Naturstein im Hoch- und Tiefbau und Gartenbau steht. Das Unternehmen beschäftigt 130 Mitarbeiter, ja 6 Standorte, eine grosse Firma, eine traditionsreiche Firma seit 1918. Carla, wenn wir jetzt die 3 Themen anschauen, Tierärztin, Wirtschaft und Juststudium, man hat das ja eigentlich relativ wenig zu mit dem, was du heute machst. Erzähl uns doch mal die Geschichte. Ja, das stimmt. Das mag auf den ersten Blick ein bisschen sprunghaft aussehen, aber ich glaube, das Ganze zeigt den Weg, wie man so seine Leidenschaft sucht und wie man vielleicht auch ein bisschen im Rahmen von dem von seiner Familie auch mitgesteuert wird. Bei uns zu Hause, obwohl mein Vater ein Vollblutunternehmer war, ist eigentlich das Thema Firma nicht so gross am Mittagstisch das Thema gewesen. Wir haben immer über Ross geredet. Ich habe immer Ross um mich gehabt und Tiere insgesamt. Und darum war es naheliegend, dass das für mich so die Leidenschaft geworden ist, mit Tieren zu tun haben. Und ich habe dann im Rahmen von, wo wenn man in die Phase kommt und sagt, was will man lernen, den Beruf von Tierarzt mal so in den Raum gesetzt. Und ja. Mein Vater hat dann, dass es langsam so ernst geworden ist, wo man sich so langsam entscheiden musste, Richtung Matura, hat er mir dann das mal so ganz geschickt ein bisschen ausgeredet, so ein bisschen praktisch mit dem Thema, dass der Beruf gar nicht so einfach mit der Familie vereinbar ist. Also es ist noch spannend, das ist glaube ich das erste Mal, wo er das Thema Vereinbarkeit Familie reingebracht hat. Und ich habe das so zur Kenntnis genommen und habe gesagt, ja, also Wirtschaft studieren würde mich auch sehr interessieren, aber ich müsste möglichst weit weg und habe mich dann für die Uni in Lausanne entschieden, wirklich weit ab vom Schuss auf Französisch. Lausanne, fantastische Stadt. Ich hatte eine wunderbare Zeit gehabt, aber das Studium ist grauenhaft verliert nach einem Jahr. Und zwar bin ich schon vorher in der Mathe jetzt nicht die absolut grösste Rakete gewesen. Und in dem Wirtschaftsstudium ist dann halt viel Mathe, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung gekommen, das Ganze noch auf Französisch. Und ich habe dann einfach schlichtweg die Prüfungen versäbelt und bin dann ja, brüllend mit meinem Vater nach dem Resultat auf einer Stege gesessen und habe gesagt, was soll ich jetzt machen? Jetzt schaffe ich das nicht. Ich bin mir nicht gewöhnt gewesen, etwas nicht zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Und dann hat er gesagt, ja, mach doch etwas, was dir wirklich entspricht, deine Stärke entspricht. Studier du JUS zum Beispiel, das ist etwas, oder Leitsprache, das logische Ableiten und so. Ich habe gefunden, ja, macht die Schwester schon. Aber ich habe dann gefunden, ja, eigentlich ist ja recht, also mache ich das. Aber ich habe aus lauter Trotz gesagt, ich bleibe dann in Lausanne wohnen, ich gehe nicht auf Freiburg. Ich habe dann mich entschieden, in Freiburg zu studieren. Und so war es, die nächsten paar Jahre bin ich dann Freiburg, Lausanne hin und her gependelt und habe darum dann tatsächlich mit einer gewissen, ich sage jetzt mal, ist mir wesentlich leichter gefallen, dann die JUS abgeschlossen. Und ja, das ist natürlich die Frage, wie lande ich denn trotz allem plötzlich im Beton rein? Ich wäre, glaube ich, einfach eine schlechte Anwältin geworden, weil ich immer eigentlich das grosse Ganze im Blick habe und ich für mich das Einseitige, das der Anwalt sehr oft machen muss, nicht so ins Konzept passt hat. Und schon damals hat mein Vater während dem Studium uns den Hinweis gegeben, jetzt wäre es langsam Zeit, dass wir uns entscheiden würden, ob wir in die Firma einsteigen, in unsere Baustofffirma. Und also, es klingt ganz blöd, er hat es per Fax geschrieben, also wir hatten da nicht 50 Sitzungen vorher gehabt. Und meine Schwester und ich, die ist damals auch in Freiburg, hat auch JUS studiert, haben dann zurückgeschrieben, ja, wir probieren das einfach mal. Und so bin ich eigentlich so eine erste Etappe in die Unternehmung hineingekommen. Und dass wir Beton mit Beton zu tun, habe ich gewusst, aber viel mehr dann auch nicht. Und wie hast du das? Ehrlich sagen. Das ist noch spannend. Eben. Ich habe gewusst, ich möchte Beton, aber viel mehr nicht. Wie bist du an das Wissen auch hergekommen in dieser Firma? Es sind ja verschiedene Kompetenzbereiche. Wie hast du das gemacht? Ja, also es ist so, dass ich gemerkt habe, dass für mich, ich bin so jemand, der muss verstehen, damit ich mich wohlfühle, irgendeinen Teich rein, muss ich den Teich so können abschätzen und verstehen. Und ich habe dann
eigentlich meinem Vater gesagt, los, ich komme nach, meine Schwester ist schon 2 Jahre vor mir in der Firma, gesagt, ich komme, aber ich bedinge mir so ein halbes Jahr Lernphase aus. Mhm. Ich werde wirklich zuerst mal begreifen, was all die Leute bei uns machen. Man beschäftigt x Leute, ich habe keine Ahnung, was die Einzelnen machen. Ich werde mal mit denen parallel laufen und eine Art so ein bisschen wie eine Praktikumsrolle haben und ich werde einfach reinschauen und Fragen stellen. Und ich muss sagen, ein Großteil von meinem Wissen, und ich heute noch darauf basiere, über technische Sachen, über wie Beton verarbeitet wird, in welcher Maschine, in welcher Taktzeiten, wie die Hallen schmecken, wie ein Schmiermittel schmeckt und wie so die ganze Atmosphäre in diesen Hallen ist. Schaffen die jetzt schnell oder schaffen die langsam? Das habe ich in einem halben Jahr kennengelernt. Das hat mir einen riesen Vorteil gegeben in diesen Meetings, wenn es irgendwie über einen technischen Direktor über eine Maschine geredet hat, habe ich genau gewusst, um welche Maschine redet er da. Ich habe in dem Moment manchmal mehr gewusst, dass mein Vater, weil er ist schon ein bisschen weiter weg war. Und das hat mir von Anfang an so eine Nähe auch zu den Leuten gegeben, die eigentlich gewusst haben, okay, sie ist interessiert, sie will das wissen. Ich habe ihnen so viele Fragen im Buch gestellt, bis sie gesagt haben, Carla, jetzt müssen wir echt wieder mal arbeiten. Okay. Du darfst die Fragen nochmal oder sie ins Buch schreiben. Und ja, ich einfach wollte verstehen, was machen wir. Und ich bin heute noch dankbar für die Zeit, die ich gehe, wirklich im Schnellzugtempo zu lernen. Ich bin auch ein schneller Lernen. Also von dem her, ich finde, man braucht dann auch nicht Jahre, um so etwas zu lernen. Aber ja, ich mache es jetzt auch 20 Jahre und dann kommt man natürlich automatisch irgendwann drin rein. Stimmt, das ist ein Jubiläum das Jahr, 2001, 2021, 20 ja. Jahre. Voilà. Stimmt. Ja. Also du bist dir nie gsi auch, respektive hast du dich auch nie gefürchtet, Fragen zu stellen in dem Sinn. Weitere Frage, das ist eigentlich eine Männerdomäne. Also das Thema Beton, Baustoff als solches, das ist eine Männerdomäne. Du sagst aber eben, hast du mal in einem Interview gesagt, du liebst den Geruch von Beton und so weiter. Wie ist es denn für dich dort gewesen? Du bist als Frau gekommen, Tochter vom Firmeninhaber. Hat das von Anfang an tipptopp geklappt oder hast du da mal müssen ein bisschen Schultern zeigen auch, oder? Ist es gut gegangen? Schultern eigentlich gar nicht. Es hat einfach manchmal so lustige Gegebenheiten gegeben, wo zu kleine Überraschungen gekommen sind. Aber das war alles so im normalen Bereich gewesen. Ich habe eigentlich in dem Moment gelernt, dass ich am besten mit den Leuten zusammenarbeiten kann, wenn ich nicht etwas vorspiele, was ich nicht kann oder weiß oder nicht bin. Also ich habe relativ schnell gelernt, dass eigentlich, wenn ich probiere, möglichst mich selber zu sein, ich bin sehr ein neugieriger Mensch, ich arbeite viel durch Fragen und wenn ich das naturell kann leben kann, die Leute eigentlich gerne davon erzählen, was sie machen. Und ich habe auch gelernt, um Hilfe zu fragen. Und andererseits bin ich natürlich schon durch mein Leben auch vorher in der Stelle und mit der Rossum bin ich mir schon gewöhnt gewesen, auch nicht zimperlich zu sein. Das heisst, ich habe jemanden mal einen Spruch vertreibt oder einmal vertreibt, dass jemand jetzt nicht gerade sagt, oh, schön bist du da. Also einfach so ein bisschen auch das leichte Kompetitive, das manchmal dann auch kommt, wenn man in so Situationen kommt, wo man zuerst mal austestet wird, das kennt man ja, du bist ja offenbar auch Reiter, das kennen wir von der Ross. Ein Ross testet einem auch zuerst mal durch, bevor es einfach sagt, ich akzeptiere dich als Führungsperson. Und das hat mich nie so wahnsinnig in Frage gestellt. Ich habe es eigentlich immer noch spannend gefunden und habe vor allem probiert, die Leute zu analysieren und verstehen, was ich damit zu tun habe und zu schauen, wie muss ich mit denen reden, dass sie sich wohlfühlen. Mir haben dort Sprachen geholfen. Ich rede auch Spanisch, also habe ich irgendwie mit allen, die Spanisch, Portugiesisch oder Italienisch reden, in irgendeiner Form kommunizieren. Das hat auch oft das Eis gebrochen. Ja. Also ich habe einfach probiert, die Leute zu verstehen, was machen sie, auf was sind sie stolz und was nervt sie beim Arbeiten. Und also ich meine, was ich alles erfahren habe, was die Leute bei uns nervt, wenn sie am Arbeiten sind, dass sie am Arbeiten hindern. Ich bin mit so Listen gekommen und gesagt, hey, da müssen wir etwas machen. Das, ist einfach, das läuft einfach nicht rund. Und ich glaube, die sind einfach auch mal happy gewesen, das Zeug mal können, ungefiltert abzuladen. Jemanden, der das Gefühl hat, oh, die interessiert das. Ja. Das hat mir viel Kit gegeben mit den Leuten. Das kann man vorstellen. Und was ich auch extrem spannend finde, eben nicht nur die Landessprache von der Menschen, sondern ihre ganz eigene Sprache, in dem Sinne eben zu analysieren, wie sind die so unterwegs. Und dann halt auch in der gleichen Sprache mit ihnen zu reden. Du hast vorher den Vergleich zum Reiten gebracht. Reiten ist eine grosse Leidenschaft von dir, gell? Und wir haben auch, als wir miteinander geredet haben, über das Reiten geredet. Wie viel Einfluss hat das Reiten auf deine Rollen als Unternehmensleiterin, als CEO, als Leaderin? Ich glaube einfach, es hat mich gelernt, dass ich nur eigentlich einen Erfolg mit jemandem erzielen kann, wenn wir
meine Art von Führung für andere erkennbar ist. Und das musste ich sicher müssen auch ein bisschen lernen. Ich bin jemand, der oft in mir selber drinnen ist, in meinen Gedanken. Ich bin zwar kommunikativ, aber viele Gedankengänge mache ich in mir selber. Mhm. Und ich glaube, ich musste ein bisschen lernen, dass ich die Ziele, die ich habe oder die Gedanken, die ich mir mache, auch den anderen in genügender Form mitteilen und sie dann auch konkretisieren. Mhm. Also oft bin ich jemand, der früher einfach mal so Gedanken ballen und ich habe nicht tausend Ideen. Also mir kommen tausend Sachen hin. Und früher habe ich die einfach mal so rausgehauen und habe geschaut, wer schnappt die sich und macht etwas draus. Und heute habe ich gelernt, viel mehr zu schauen, dass eine Idee, ich mich auch entscheide, ist die wichtig. Will ich das zum Ziel machen und dann das auch klar an irgendjemanden adressieren mit einer klaren Verantwortung und Aufgabe. Und ich glaube, im Reiten habe ich vor allem gelernt, ein Gespür zu haben für Menschen, für Situationen, für Gefahren, für Widerstände auch. Oder dafür, dass wenn jemand sich irgendwie daneben benimmt, das nicht immer damit zu tun hat, dass die Person einfach, Entschuldigung, nicht cool ist oder komisch oder mich nicht mag, sondern dass Pflicht damit zu tun hat, wie ich die Person adressiert habe und dass sie so gar nicht funktionieren kann. Und ich glaube, genauso wie ich jedes Ross ein bisschen anders behandle, probiere ich auch jeden Menschen ein bisschen in der Führung abzuholen, dort, wo er steht, und probiere dann auf ihn einzugehen und probiere ihn auch da schon mal als erstes zu verstehen, zu herausfinden, wie kommt er zum Ziel oder wie kommt sie zum Ziel. Ja. Sehr interessant, eben so auch die Herleitung, ja, auch eben von einem sehr sensiblen Wesen, eben vom Ross, in dem Sinn, dass man auch wirklich so das Gespür in dem Sinn, eben die Sensibilität, die Empathie natürlich dann auch entwickelt und sich aufs Zwischenmenschliche auch adaptieren. Was ist für dich sonst noch wichtig? Was sind sonst noch deine Werte als Leaderin? Was sind so deine Führungsgrundsätze, wo du sagst, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue, wir schauen dann auch daran, wie sich die Werte ein bisschen verändert haben, aber jetzt heute, was hat sich oder was erweist sich bei dir als die richtige Form, die für dich auch persönlich stimmt? Also ich musste feststellen, oder in einer Familienunternehmung hat es eine Tendenz, dass alle wirklich sich fokussieren auf die Person, die an dieser Pyramide einfach per Namen eigentlich da oben dran steht. Mhm. Und ich habe lange Mühe damit, dass man eigentlich das Gefühl hat, dass ich zu allem irgendetwas kann sagen kann, nur weil es meine Unternehmung ist, dass ich zu allem etwas weiss. Weil ich war auch gigantisch in einer Lernkurve drin und habe schlichtweg in gewissen Orten auch die Kompetenz noch nicht gehabt. Und ich habe gemerkt, das hat mich oft gestresst, dass eigentlich alle am Schluss mich anschauen und von mir eine Antwort haben. Dabei hat es irgendwie 3-4 wirklich kompetente Leute im Raum. Und ich denke, das hat dazu geführt, dass ich dann oft einfach probiert habe, die Leute in Diskussionen hineinzubringen, dass sie ich meine Meinung zum Beispiel am Schluss sagen und alle anderen ihre Meinungen zum Beispiel vorher schon mal abgeben, dass ich die Meinungen nicht immer so beeinflusse. Und das hat sich bis heute so ein bisschen durchgezogen, dass ich probiere, möglichst die Leute zu involvieren und sie zu ermuntern, zu involvieren. Natürlich muss ich am Schluss eine Entscheidung treffen. Aber mir ist wichtig, dass ich das, was die Leute wirklich denken, auch erfahren, dass es nicht so eine komische Scheu gibt. Und das passiert total schnell, weil es ist natürlich auch bequem, dass man einfach sagt, ja, am Schluss muss sie entscheiden. Also, dass man die Zeit nicht nimmt. Und das ist vielleicht etwas, was ich gemerkt habe. Meine Crew ist sich damals, als ich gar nicht gewöhnt ist, immer Sachen auch länger ausdiskutiert, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt sind wirklich alle Themen auf dem Tisch, die in den Köpfen so rum sind, sondern dass man nicht einfach zack, zack, so schnell entschieden werden. Das ist so ein bisschen der Groove, der auch in unserer Unternehmung war, da nicht lange darüber reden, sondern einfach entschieden werden. Und ich habe gemerkt, ja, die Widerstände, die wir hinten dran haben, wenn man über die Leute innen entschieden hat, die vielleicht gar nicht dieser Meinung sind, die dauern viel länger, als wenn ich das einmal in einer Sitzung ausdiskutiere, wo dann halt eine Stunde länger geredet wird. Und das ist am Anfang manchmal auch ein bisschen angekriegt worden, dass das kurz lang geredet wird. Aber erst dann bin ich sicher gewesen, jetzt stehen alle dahinter. Und ich denke, heute bin ich kürzer geworden wieder, weil ich wie konkreter Fragen stellen oder präzise Fragen stellen und die Leute direkt ansprechen und sagen, was ist deine Haltung, was meinst du, was ist dein Ziel? Also ich bin wie klar geworden in den Abläufen und der sicheren Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Aber das Prinzip ist immer noch das Gleiche. Ich will nicht nur mein Kopf, der mitdenkt, sondern alle Köpfe, die da sind, die in einer Verantwortung sind, dass die mitdenken. Und auch mitdenken dürfen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, wenn man so, aus so einer patriarchalischen Family-Unternehmung kommt, dass man überhaupt die Leute weckt und zur Selbstverantwortung auch ermuntert. Und zwischenzeitlich in diesen 20 Jahren sind viele neue Leute gekommen, die ich natürlich so ausgesucht habe, dass sie da nicht eine komische Scheu vor mir haben, sondern die von Anfang an eigentlich da ihre Verantwortung leben wollen und auch ihre Freiheiten haben.
Also weiss man heute, wenn man mit der Gala Tümpelin am Tisch sitzt, es ist nicht nur erwünscht oder erlaubt, sondern wird auch und zwar wohlwollend erwartet, dass man irgendwo seine Meinung, seine Situation, seinen Standpunkt auch äußert. In dem Sinne, dass man das Grosse, du stehst ja für das Grosse Ganze auch dort gesehen, also die Meinungsvielfalt, dass man dann halt irgendwo einen Konsens miteinander finden kann und sich dann eigentlich auch jeder gehört und vielleicht in einem gewissen Maß auch verstanden fühlt als solches. Mhm. Wie haben sich so deine Werte, wenn du jetzt zurückschaust? Du bist jetzt seit 20 Jahren bist du CEO von dieser Firma, das ist eine lange Zeit. Wie haben sich deine Werte oder eben auch so deine Führungsgrundsätze verändert? Du hast gesagt, du bist ein bisschen kürzer geworden, klar, auch mit dem zunehmenden Know-how natürlich über die Jahre. Was hat sich sonst noch ein bisschen verändert? Oder was hat sich im Umfeld verändert, das dich hat Veränderungen bei dir selber bewirken? Also das Business ist ja eigentlich overall in den 20 Jahren für uns wie gefühlt härter geworden. Man hat viel weniger Margen, als dass man das früher hatte. Und das heisst, alles, was wir machen, hat einfach unmittelbar so eine wahnsinnige Konsequenz auf alles, was wir machen. Und ich glaube, was ich gerade in den letzten Jahren gespürt habe, ist, wie schnell so eine Firma auch wirklich haarscharf an Situationen ankommt, wo sie wirklich muss ganz gut überlegen, wo man nicht einfach sagen kann, ja, das kann alles mal passieren. So. Also ich habe einfach sicher die Verantwortung fast in den letzten Jahren stärker gespürt als in meinen ersten Jahren, wo noch so eine gewisse jugendliche Ungestümheit da war. Auch dort hat es schwierige Momente gegeben, aber sicher so in der Dauerhaftigkeit von der Situation heute in der Baubranche mit extrem aggressiver Preispolitik, Import und so weiter, hat sicher von mir auch eine gewisse Klarheit in der Linie gebraucht. Und in dieser Zeit habe ich natürlich auch meine ersten Fehlentscheide und so weiter getroffen, in der Sache, personell. Und zu sehen, wie man sich wieder aus so Fehlentscheiden, aus dem Graben wieder rauskämpfen muss und dazu stehen, dass man das eigentlich entschieden hat, also jetzt muss rückgängig machen, das ist hart. Also das erste Mal, wo ich wirklich Menschen sagen musste, es tut mir leid, ich kann die Sparte nicht aufrechterhalten, es rendiert so nicht, wir müssen das schliessen, das ist für mich schon menschlich wahnsinnig, habe ich wirklich müssen wachsen drin. Und ich habe das gemerkt, dass es niemandem dient. Wenn ich jetzt an mir selber die ganze Zeit zweifle, dann verunsichere ich eigentlich die ganze Unternehmung. Das heisst, das Wichtigste, was ich gemerkt habe, ist, selber mit mir selber klarzukommen und dazu stehen, dass wenn ich meine Richtung gebe, dass die zwar falsch sein kann, aber dass ich ja auch Konsequenzen daraus wird und muss tragen und darum auch die Sicherheit kann ausstrahlen kann. Dass ich alles überlegt habe, was man kann überlegen kann, mit allen Befragten, und ich denke, ich kann sie befragen und dann wird entschieden und dann laufen wir. Mit dem Risiko, dass es auch mal eine falsche Entscheidung ist. Und früher habe ich länger gezögert, die klare Ansage zu machen und zu sagen, okay, wir haben das Risiko. Ich bin fast ein bisschen mutiger geworden, ein bisschen risikoorientierter, weil es die Situation einfach verlangt, dass man mutig ist und nicht Angst hat, sondern eigentlich auch sagt, gut, das sind unsere Chancen, das ist die Challenge und das ist wie so ein bisschen ein härteres Game geworden, also im Vergleich zu früher, als ich gestartet habe. Oder so empfinde ich es einfach jetzt über die Zeit hinein. Ich denke, gerade auch in Zeiten, wo die Bandagen härter werden, ist es umso wichtiger, dass man als Leaderin in dem Sinne ja die Verbindung mit der Crew, mit dem Team auch hat und sie auch irgendwo hinter sich weiss, kann ich mir vorstellen. Ich höre ja viel auch von Klientinnen und Klienten, die bei mir im Coaching sind, auf Executive-Stufe, die Welt, je höher dass man aufsteigt, wird immer einsamer als solches. Und am einsamsten ist sie auf Mutti wirklich, wenn man CEO ist von einer Unternehmung. Wie ist es bei dir? Wie einsam ist deine Welt in diesem Bereich? Also ich denke, was ich gemerkt habe, es hat eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, ich ziehe wirklich irgendwie wie alleine an dem Karren. Und das hat bei mir eigentlich, ich bin Gott sei Dank dann in ein Coaching gegangen, wo mir ein bisschen, für mich selber ein bisschen aufgetan hat, zu sehen, was bringt mich eigentlich dazu, mich selber zu führen und wie kann ich dadurch andere auch besser führen. Und das ist der Moment, wo ich mich entschieden habe, das Thema Visionsgefühl zu Unternehmen anzupacken, weil ich gemerkt habe,
ich kann nicht immer für alle das abstrahlen und für jeden da sein, der eigentlich meinen Input im richtigen Moment braucht, sondern ich brauche mein Team, das in der ähnlichen Vision wie ich eigentlich das Ganze trägt und mich unterstützt und mich dadurch auch mitträgt. Mhm. Und dadurch, dass wir die Visionsarbeit gemacht haben, einerseits, wo wir mit 3 Begriffen prägt haben, wie sich alles in unserer Unternehmung soll anfühlen soll, wie ich mich will fühlen, wenn ich in die Unternehmung komme und arbeite, wenn ich die Leute aussuche, bis auch nicht dazu, wie sich die Leute bei uns in der Unternehmung oder unsere Lieferanten und Kunden sollen führen, das sind 3 simple Begriffe. Ich würde sie hier nicht sagen, weil sie sind Teil von unserer geheimen DNA. Ja. Die nicht nach außen kommunizieren, ja. Aber intern weiß jeder die 3 Begriffe und muss immer sich überlegen, fühlt sich die Arbeit, die wir am machen sind, so an? Fühlt sich das Resultat so an? Und seit ich das habe, bin ich wie multipliziert. Also meine ureigenste DNA, meine Werte, die ich total immer suche, die sind wie in dieser Vision repräsentiert. Mhm. Und das heisst, die Vision ist nicht, wir wollen es Nummer 1 sein von der Schweiz, sondern es sind ganz viel subtilere Sachen. Und ja. Mit dem probieren wir immer weg von möglicher Angst oder Enge, immer anzugehen zu der Offenheit, zu der Liebe in dem Sinn, zu der Sache, zu der Freude, zu der Leidenschaft, zu allem, was uns eigentlich als Menschen einfach viel mehr Energie gibt, als wenn wir so im Verschlossenen und im Perfekten und im Engen innen bleiben. Und ich denke, das ist so etwas, seit wir das gemacht haben und seit ich die Werte benannten, sieht man auch viel besser in meine Funktionsweise und meinen Kopf hinein. Ja. Und es wird für die Leute viel einfacher herauszufinden, wann macht es mich happy und wann macht es mich wirklich stockhässig. Okay. Und das kann, ist wie für mich, ich kann jetzt authentischer die Sachen in Wort fassen, die ich vorher einfach gefühlt habe, nicht, manchmal nicht auch ausdrücken können, wie meine ich es denn. Und das hat mein Leben wesentlich, ich fühle mich viel weniger einsam, seit ich das auch teilen konnte, weil ich das Gefühl habe, alle können die Vision mittragen. Und das andere ist für mich sicher, für sich selber die Verantwortung übernehmen. Ich meine, sind wir ehrlich, weder meine Kunden noch meine Mitarbeitenden noch mein Umfeld kann mich einfach per se glücklich machen. Für das bin ich selber zuständig. Und ich habe so ganz verschiedene Sachen für mich entdeckt. Sicher, ich bin ein Zen-Mensch. Also ich finde eigentlich viel von meiner Mitte in der Zen-Meditation rein. Das ist sicher etwas, was mich begleitet, schon viele, viele Jahre. Nie so intensiv, wie ich mir das wünsche, und nie so diszipliniert, wie der Zen-Lehrer würde ich sagen. Aber ich weiss immer, wenn ich wieder in die Phase komme, wo ich am Verflattern bin oder wo ich den Boden unter den Füßen verliere, was mir auch regelmäßig immer noch passiert, dann finde ich dort den Boden in der Meditation. Und dann bin ich gesagt, ich kann reiten. Und was ich auch habe, ich habe eine sogenannte Peer Group im Young Presidents Organization, bin ich ein Teil von einem Forum und wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns wirklich über Challenges in unserem Leben aus. Und dort probieren wir mit einer riesigen Offenheit miteinander umzugehen. Und das hat mir schon so über meine Klippen hineingeholfen, wo ich sonst irgendwie, wie du richtig sagst, im eigenen Kämmerli Tendenz gehabt, auszumachen. Und schlussendlich habe ich aber auch noch meine Familie und einen Verwaltungsrat, der ja auch ein Teil von diesen Menschen ist, die einem helfen, das zu tragen. Also das Gefühl, dass mich Gewicht auf den Schultern verdrückt, habe ich nie gehabt. Wenn ich es einmal hatte, habe ich sofort etwas dagegen gemacht. Weil ich muss können, mich frei fühlen zum Arbeiten. Ja. Eine gewisse Leichtigkeit haben. Offensichtlich. Also auf 4 Säulen basiert eigentlich deine... Dein Dasein und auch dein Wirken als CEO, wenn ich es richtig verstanden habe, eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Visions- und Werteverständnis mit keinem Wert, das ist etwas, was ich noch nie gehört habe, aber ich kann mir vorstellen, dass das kann noch verbinden, so, wenn ich einer von 130 bin, wo irgendwo die Werte irgendwie kennen und das Team, das ich kenne, finde ich ganz speziell. Selbstverantwortung als solches, wie du wahrnimmst, eine Peer Group, man sagt ja auch Mastermind Groups und so weiter, die man hat, also man muss sich wirklich auch auf gleicher Ebene austauschen und eben Familie, Verwaltungsrat und so weiter, wo dann eigentlich eben der 4. Punkt sind, scheint mir sehr, sehr logisch und auch extrem stimmig, eben so vom Persönlichen zum Wir in dem Sinn und eben halt auch dann nach aussen her, auch dann eben Know-how, Wissen und auch Tendenzen, Denkenshaltungen und Emotionen natürlich können zu übernehmen. Ich habe noch eine weitere Frage und zwar auch wieder etwas, was ich von Kunden immer höre, Thema Diversity. Ich höre immer von Kunden, ja, wir würden ja schon Frauen in die Direktion oder in die Geschäftsleitung oder in die Verwaltung aufnehmen, aber es gibt einfach zu wenig. Ist das so? Also ich kann so sagen, wenn ich rekrutiere, dann bin ich ja offen
für die Breite, die da ist. Und ich muss schon sagen, selbst wenn ich Frauen suche, wo, ich nehme jetzt mal als Beispiel Frau, wenn ich Frauen suche, dann habe ich zwar durchaus manchmal Personen, die in das Feld kommen, aber wenn ich jetzt spezifische Frauen würde suchen, wäre es sicher auch für mich in meinem Bereich schwierig, weil es einfach nicht so eine breite Auswahl gibt. Man würde sie finden, wenn man einfach sagt, es ist das Kriterium, wenn man sucht sie, spezifisch wegen dem bin ich überzeugt, man würde sie finden oder man könnte die Menschen entwickeln. Ich von meinem Mindset her sage einfach, in dem Moment, wo ich suche, bin ich einfach offen für alles und suche und probiere, die richtigen Personen zu finden, die in meine Unternehmung passen. Ob das Frauen sind oder Männer, bin ich relativ offen. Ja. Ich probiere nicht, etwas zu erzwingen, wenn es nicht ist, aber ich gebe mir durchaus auch Mühe, wenn ich sehe, ich habe ein Potenzial intern oder ich habe irgendjemanden, der vielleicht einfach noch einen Job von der Ermunterung braucht, aber das meine ich bei Mann und bei Frau. Dann bin ich schon die probiert, jemanden auch zu ermuntern, in die Grösse hineinzuwachsen, wo vielleicht ich ein Potenzial schon gesehen habe. Wenn man das jetzt ein bisschen generell anschaut, im Bereich Familienunternehmen und Nachfolgeregelungen, wo vielleicht das Thema ist, wo mir so ein bisschen am Herzen liegt, wenn mein Vater damals mir nicht irgendwo das Gefühl gegeben hat, dass mir die Tür absolut offen steht und mir das Gefühl gegeben hat, dass ich vielleicht durch mein Gender das nicht so gut könnte machen oder dass die Materie für mich komisch ist oder ich mit Technik nichts am Hut hätte, dann muss ich zugeben, dann wäre ich wahrscheinlich verunsichert worden und habe vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen. Und durch mein eigenes Leben weiss ich, wie oft das gerade im familiären Kreis, dass manchmal eine ganz feine Fäden hängt, ob eine Frau sich den Weg in der Unternehmung vorstellen kann, gerade wenn es ein bisschen technische Domänen ist. Wenn man das Gefühl hat, meine Eltern sehen mich nicht dort drin, weil als Kinder prägen wir uns wahnsinnig in diesem Bereich. Und ich glaube, dass wir da eine riesige Verantwortung haben als Gesellschaft, aber vor allem als Eltern, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, ich spreche jetzt vor allem Familienunternehmen, spezifisch im Rahmen unserer Möglichkeiten, das Bild, dass alles möglich ist für die Kinder und sie einfach ihren Stärken drinnen bleiben. Also wie mein Vater, wo, also man hat wirklich oft gelacht und hat gesagt, lass mal, wenn ich schlechte Noten in Mathe gebracht habe. Ich meine, das disqualifiziert einen ja grundsätzlich per se als Wirtschaftsführer, wenn man in Mathe nicht die Wahnsinnsnoten hat. Also Buchhaltung kann ich immer können, aber das andere vielleicht jetzt irgendwie nicht so toll. Und dann hat er immer gelacht und gesagt, lass mal zum Rechnen, kannst du jemanden anstellen, aber reden musst du selber können. Und er war Architekt von Beruf. Er hatte auch verschiedenste Talente gehabt, aber er war sich bewusst gewesen, dass am Schluss kommt es auf unsere Persönlichkeit drauf an, ob wir können Leute für uns begeistern, führen oder ob wir gute Ideen haben, wie wir die Unternehmung weiterbringen. Und am Schluss ist es einfach, er hat mir vorgelebt, dass man nicht überall muss gut sein, sondern dass man auch mit Leuten zusammenarbeiten kann, die richtig gut sind in diesem Bereich und dass man doch die dann arbeiten soll. Er hat mir das vorgelebt, er hat die Leute immer arbeiten und ihre Stärken ausleben und hat dadurch vieles entspannteres Leben gehabt, als wenn er das Gefühl hat, er müsse alles selber können. Also er ist auch schon sehr entspannt mit seinen Lücken umgegangen. Und das habe ich auch bei ihm können aufschnappen. Und das hat mir geholfen in meinem Leben, dazu zu stehen, dass ich echt nicht alles gut kann. Ich kann extrem vieles, aber dann doch nicht ganz alles. Gott sei Dank für meine Leute, es wäre extrem erschreckend, wenn ich wirklich alles könnte. Das wäre für die der Tod, oder? Wenn ich einfach überall mehr weiss und es besser kann. Ach, das ist schrecklich. Es gibt ja auch eine gewisse zusätzliche Wertigkeit und natürlich auch eine Verbindung zu dir, die sich natürlich verstärkt, wenn sie wissen, hey, da ist jetzt nicht eine, die quasi vorgeht, alles zu können, sondern wirklich vielleicht nicht alles weiss, aber weiss, wo sie das Wissen bekommt. Und ich glaube, das ist auch entscheidend. Ich glaube, das ist für jegliche Form von Führung heute einfach ganz wichtig, auch eben, wenn es um Generationen geht, die zusammenarbeiten, dass halt die Alten mal ihre Maske wegnehmen und sagen, ich habe keine Ahnung von dem Handy oder von dem Social Media, zeig mir es oder wie auch immer. Ich glaube, so die Offenheit, auch bis zu einer möglichen vertretbaren Verletzlichkeit ist auch das, was auch zukunftsweisend wird sein. Und wenn man dir so zulässt, dann merkt man, dass du schon lange eigentlich auf dem Weg bist, eigentlich eine Vorreiterin von dieser Art zu führen, eben offen zu sein, Schwächen zu zeigen, Verbindung herzustellen, das Gehör, das jedem soll hören. Das finde ich unglaublich wertvoll. Jetzt habe ich vorhin auch von Zukunft geredet, wenn wir mal einen Blick nach vorne werfen. Thema Nachhaltigkeit ist ja immer eins, das wahnsinnig gespielt hat.
Ihr seid in einer Branche, in der das, glaube ich, sicher auch eine Challenge ist. Also auf der einen Seite Beton als solches, klar, ihr schaut, das kann man auch nachlesen, sehr stark auf Nachhaltigkeit, also wo ihr abbaut, dass ihr eben auch mit regionalen Lieferanten arbeitet und so weiter. Trotzdem, Beton ist vermutlich nicht das Element, das für Nachhaltigkeit steht. Bei den Natursteinen, ihr habt schon den ethischen Natursteine, auch dort gibt es ja, die kommen ja nicht alle aus der Schweiz, man könnt ihr selber kontrollieren, habe ich gelesen, was zum Teil aus Indien kommt und so weiter, oder einfach vom Ausland. Also da sind ihr schon sehr dran. Aber jetzt gleich mal einen Blick nach vorne, wie weit kann man mit dem Thema, wo die Schimperin AG drin ist, das Thema Nachhaltigkeit bespielen, ohne dass es nachher geht, dass es richtig Greenwashing geht? Also spannend finde ich, dass wir uns ja alle mit dem Zeitgeist entwickeln. Oder? Mhm. Sachen, die vor 20 Jahren kein Thema waren, sind heute das Thema. Und das Schöne ist, wenn man lange in einer Unternehmung ist, und das ist man als Familienunternehmer, dann kann man den ganzen Bogen von der Eigenentwicklung mit der Firmenentwicklung anschauen. Mhm. Und ich glaube, für mich hat es in der letzten Zeit rechte Klicks gegeben, und ich sage, okay, genau wie beim ethischen Naturstein, weil ich nicht gewusst habe, wo anfangen, weil irgendwie alles noch Pionierarbeit war, weil keiner hat gesagt, ja, das ist total easy in China, go ethisch einkaufen. Mhm. Ethisch damit, dass ich kann sagen, ich kann die Nacht im Bett, wenn ich schlafe, mit gutem Gewissen die Bettdecke über mich legen und sagen, es ist okay, ich kann gut schlafen, ich muss nicht ein schlechtes Gewissen haben. Und das Gleiche gilt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Als Familienunternehmung ist man ja in Zukunft gerichtet. Man will eigentlich in diesen Generationen denken. Das heisst, die Frage von Kurzfristigen war noch nie in der DNA von einer Familie. Uns gibt es seit 100 Jahren. Also, das ist wie existenziell, dass man sich damit beschäftigt. Aber man hat auch ich in meiner Entwicklung, von meiner ureigenen Sache, habe ich nicht immer die gleiche Affinität mit Nachhaltigkeit, wie ich sie heute habe. Mhm. Und ich bin immer noch wahnsinnig in einem Lernprozess in diesem Bereich. Was für mich jetzt ansteht, ist sicher die ganze CO2-Problematik, wo wir einerseits durch den Zement in unseren Produkten haben, aber andererseits durch unseren eigenen Prozess, was wir emittieren durch unsere Betriebe. Und was ich sicher jetzt Stand heute mal dran bin, zu beeinflussen, das ist der ganze Bereich, wo wir in der eigenen Herstellung emittieren, dort mal zu schauen, wie können wir dort die Reduktionen zu machen. Ich habe heute schon zwei Werke, die zum Beispiel mit Erdsonden geheizt sind, das heisst, das sind Themen, die ich schon vielen, vielen Jahren einfach mich dafür entschieden habe, in dem Moment, wo es um die Investitionen gegangen sind. Mhm. Aber es gibt viel mehr, was ich noch in diesem Bereich mache. Solar haben wir noch nicht mal angefangen und das sind so Sachen, ich habe noch ganz viel vor mir, das nicht einmal Hightech ist. Und ich sage, das kann ich jetzt als Unternehmerin anfangen, bei mir vor der eigenen Tür den Besen zu schwingen und einmal anfangen, mit den Sachen, die wir können, zu machen. Ich probiere einfach immer dann mitzugehen, wenn die Technologie reif ist. Ja. Und dann probiere das umzusetzen, wenn im Rahmen von meinen Möglichkeiten auch nachhaltig da ist. Und dann ist das zweite Thema für mich, ist sicher der Bereich, die Reduktion, also der Beton hat eine unglaubliche tolle Speicherfähigkeit. Ja. Es hat ganz neue Forschung, die daran ist, probiert, CO2 im Beton zu speichern. Und da sind wir auch in einem Projekt drin, wo wir das anschauen, dass wir Beton im Recyclingmaterial speichern können. Hochspannend, weil der Beton nimmt das CO2 auf und tut es verkapseln und behaltet es nachher in sich innen gefangen, ähnlich wie Holz, wo auch CO2-Speicher ist, wo das aufnimmt und es eigentlich in sich innen behaltet. Und da hat der Beton sehr wohl für mich eine Rolle, wo den Leuten einfach noch nicht bewusst ist, was für ein unglaublicher Speicher Beton könnte sein, weil wir brauchen unglaublich viel Beton in unserer Welt. Ja. Und dann sollte es ja möglich sein, im Beton auch etwas von dem CO2, das er in der Herstellung emittiert, auch wieder zurück in, ich sage so, in den Bauch hineinzugeben, damit er das in sich umweltverträglich speichert. Mhm. Und das Dritte, was für mich auch noch sicher total wichtig ist, das ganze Recycling. Beton ist zu 100% recycelbar, solange nicht mit Styropor und Fasern und Schlag mich tot versetzt ist. Das sind Sachen, die ich sage, da diskutieren wir zum intern. Zum Beispiel intern, tun wir jetzt da Fasern nicht oder nicht, weil ich weiss, dass ohne Fasern der Beton für mich besser und einfacher zu recyceln ist. Ja. Und ich glaube, das sind so Sachen, wir probieren, unseren Beton zurück in den Prozess zu bringen und dadurch die natürlichen Ressourcen zu schonen. Wir haben einerseits eigene Kiesgruben, die wir bewirtschaften. Dort haben wir auch jetzt gerade eine Zone, Naturschutzzone wieder gemacht. Ich habe eines der grössten Biotope in der Zentralschweiz, wo Gelbbuchunken schützt. Also das heisst, eigentlich geht es nicht anders, als in diesem Bereich wirklich mit der Natur zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich schaue es an, wir nehmen
das Kies aus der Erde raus und wir haben die Verantwortung, dass wir das ressourcenschonend verarbeitet. Aber wir bauen ja wieder etwas Neues damit. Das heisst, da war ein Berg und neu wird das wieder ein Berg, wird einfach mit anderem Material gefüllt. Aber der Mensch kreiert etwas, was er auch braucht. Und das ist einfach für mich auch nachhaltig. Er kreiert etwas, das 80, 100, 120 oder noch länger Jahre hat. Und das ist für mich wichtig. Und es gibt nicht manches Material, das so dauerhaft ist wie der Beton. Und das muss man immer, Beton muss man immer im gesamten Zyklus, den er emittiert, muss man ihn anschauen. Und dann hat er eben eine sehr interessante Nachhaltigkeitsbilanz im Vergleich zu anderen Materialien wie Asphalt oder gewisse andere. Aber wir können uns extrem noch verbessern. Und Zementwirtschaft, auf die habe ich relativ wenig Einfluss, aber ich weiss, dass die auch den Druck von der Gesellschaft zu Recht spüren und schon dran sind, da einiges zu verändern und zu verbessern. Und dort können wir neue Zement und Materialien über, die wir dann wiederum damit arbeiten können. Also ich denke, das Thema ist technisch hochspannend und ich bin jemand, der mich gerne in die Materialtechnik hineinbegibt. Und für mich ist im Moment in der ganz viel Lernkurve da, es stehen viele Versuche an und eigentlich eine ganz spannende Zeit. Aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein können. Und wenn ich es jetzt wieder auf die grössere Ebene aufbringe, ich glaube, mein Job ist, auch gerade als Frau in dieser Branche, genauso wie es einen ethischen Natursteig gemacht hat, dass man Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit kann verbinden kann, dass man Ethik und Wirtschaftlichkeit kann miteinander verbinden kann und dass man wirklich nicht schauen lassen, bis man dort ist, wie unsere Welt und Menschen das verdienen. Und es gibt so viele spannende Themen. Beton ist super versickerungsfähiges Material. Es ist sehr gut im Wärmeaustausch. Also ich glaube, wir haben einfach noch nicht alle Benefits von dem Material kennengelernt. Und was für mich auch ist, ich weiss, wie viele Leute mit Beton eine komische Assoziation haben, das ist sprich eine negative, weil sie sich um Beton nicht wohlfühlen. Ja. Und da bin ich auch ein bisschen am Forschen, was macht es aus, dass Beton den Leuten das Gefühl gibt? Wieso fühlt sich Beton für viele Leute kalt an, obwohl es aus Naturprodukt besteht? Was ist das genau? Und da möchte ich noch mehr darüber forschen und herausfinden, wie könnte ich auch das Gefühl noch verändern? Mhm. Weil das ist etwas, wo wenn wir uns ja schon mit Material umgeben, dann sollen wir uns doch wohlfühlen damit. Und da müssen wir vielleicht noch etwas herausfinden, was dort los ist. Ja, also auch da geht einiges. Danke vielmals. Also das ist natürlich auch hochspannend. Gell? Ich glaube, was es ja ausmacht, wenn ich dir so zuhöre, du kannst sehr viel, oder du greifst viele Themen und das führe ich fast ein bisschen zurück auf deine ganze Geschichte. A, bevor das Druck entsteht, also du bist eigentlich immer so unterwegs, dass du dir selber mal die Legitimation gibst, um ein Thema anzugehen, bevor das irgendwo der Druck zu gross wird und so weiter. Und das finde ich hochspannend, wie sich das eigentlich so durchzieht auch. Wie ist eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit? Eben, dass ihr wollt Nachhaltigkeit leben, nicht einfach eben so schnell und irgendwo noch etwas in CO2 einzahlen, sondern wirklich richtig etwas daran machen. Es sind viele Ideen rum. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe, dass Beton ja eigentlich das Image, das er eigentlich zum Teil fälschlicherweise hat, noch mehr mit dem FVA noch verbessern kann. Eben, das bis vielleicht sogar zum Wohlfühlcharakter. Aber es stimmt, das ist eine Materie, die unglaublich lang und auch zuverlässig hat. Das ist definitiv so. Ja, Carla, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange reden. Wir hatten viele interessante Themen. Das stimmt. Aber ich schätze sehr, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt auch, mit mir so die gut 35 Minuten zu reden. Und ich möchte aber dir gerne jetzt noch das letzte Wort geben. Also, was gibst du jetzt den Menschen, die das werden anschauen oder anhören, noch mit einfach von dir als Mensch, als Unternehmerin, Carla Tümpeli, auf den Weg? Ich glaube, was ich so wichtig finde für die Menschen, dass sie ihren Charakter zeigen, dass sie sichtbar werden für andere Menschen, so wie sie sind, und dass sie so, wie sie sind, gut sind. Wir müssen lernen, mit den verschiedenen Stärken von den Menschen die optimalen Teams und Situationen zu bilden und selber eingestehen, dass wir auch nicht in allem immer perfekt und gut müssen sein. Und ich glaube, das ist für mich unglaublich entspannend, aber ich glaube, das ist auch für andere entspannend und gleichzeitig nie aufzuhören, nach dem zu streben, was wir uns vorgenommen haben oder was unsere Vision ist. Das ist jeden Tag ein bisschen an sich arbeiten und nicht Opfer sein, sondern eigentlich zu machen, zu tun, zu gestalten. Und das ist egal, ob Frau oder Mann. Ich denke, denen, die wollen und denen, die sich entschieden haben, was sie wollen, gibt es wenig, die ihnen im Weg stehen, nicht dorthin zu kommen, wo sie kommen. Und das nehme ich auch für mich als Leitmotto für all die Menschen, die ich ermuntern muss, aufzustehen und ihren Weg zu laufen.
sich das Ziel klar vor Augen zu führen und zu sagen, was sie wirklich wollen und dann loszulaufen. Carla, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir persönlich, aber auch in der Jumpelin AG und im ganzen Team noch weitere 2, 3, 4, 500 erfolgreiche und erfüllende Jahre. Alles Gute dir und danke vielmals, dass du Zeit genommen hast heute.